Besonders in der jetzigen Zeit beschäftigen sich sehr viele plötzlich mit der Selbstversorgung der Permakultur und möchten dann irgendwie auch von 0 auf 100 alles sofort perfekt machen. Und da gibt es auch einige Menschen, die haben überhaupt gar keine Ahnung, wo sie da überhaupt anfangen sollen, machen sich auch sehr viel Stress zum Beispiel und verzweifeln auch sehr schnell. Und in dem Video möchte ich euch einfach mal so meine Tipps mitgeben, wie der Anfang für euch etwas angenehmer sein kann, worauf ihr dann ein gutes Fundament habt, worauf ihr dann in den folgenden Jahre aufbauen könnt, damit ihr langsam Fortgeschrittene werdet. In den letzten Jahren konnte ich Menschen beobachten, wie sie ihr eigenes Permakultur- oder Selbstversorgerprojekt angehen. Und es ist sehr interessant, wie die Vorgehensweise von sehr vielen Leuten dabei ist. Also einerseits gibt es dann die Leute, die sich zuerst alles in der Theorie anschauen, die lesen sich zig Bücher durch, schauen sich Videos an, schauen sich Vorträge an, buchen sich Kurse. Also alles sehr theoretisch bis ins kleinste Detail, was man dann alles von der Permakultur machen kann. Und kommen dann einfach nicht in die Praxis rein. Und da ist ja halt dann das Gefährliche dabei. Du kannst ja die ganzen theoretischen Bücher gerne anschauen, kannst dir alles ins Detail durchlesen, aber da kommt auch die Frage, kannst du es auch wirklich umsetzen? Also ich kann mir auch zum Beispiel ein Buch von der Kampfkunst durchlesen, zum Beispiel Tai Chi. Die andere Frage ist, ob ich es da anwenden kann, was da jetzt so schön drin steht, beziehungsweise auch die Details umsetzen kann. Das ist nämlich eine Sache von Übung. Deswegen heißt es ja auch Übung, weil ich das auch üben muss. Also immer wieder Fehler machen, mich selbst optimieren und korrigieren. Und das Gleiche ist natürlich auch beim Anbau. Es ist schön und gut, sich Bücher durchzulesen, wie was gemacht wird, worauf man achten muss. Mischkulturpartner, effektive Mikroorganismen, Bokashi, Mulchen, No-Dig, Gardening, Hügelbeete, alles Mögliche, welche Pflanzen es gibt, wie man die anbaut, was man für die Pflege zum Beispiel bei Tomaten muss. Also gibt es dann die ganze Bandbreite, was du ja eigentlich alles machen kannst. Und da ist dann wirklich die Frage, es ist ja nicht so, dass in einem Lehrbuch wird ja alles das optimal dargestellt, was braucht die Tomate und was die Gurke und welchen Sommer hat Deutschland im Durchschnitt und sowas. Und in Wirklichkeit schaut es ja eigentlich ganz anders aus. Jeder Sommer ist komplett anders. Letztes Jahr kompletter Regen hier in Deutschland. Die Tomaten waren zum Teil eine Katastrophe, dafür waren die Bohnen super und die Gurken waren recht gut. Und jetzt bei der Trockenheit und bei der Dürre und auch bei der Luftfeuchtigkeit, die sehr gering ist, wachsen die Gurken nicht so optimal und die Bohnen haben da auch Probleme, die Tomaten wachsen zum Beispiel gut. Und bei den ersten Gartenjahren war es dann ungefähr so, dass es auch mal Tage gab, da war ich draußen auf dem Acker und dann ist ein Hagelsturm runtergekommen und da steht halt auch nicht im Lehrbuch drin, was du jetzt da genau machst, welche Schäden dabei passieren können und so weiter und so fort, vor allem weil es natürlich auch von meinem Standpunkt abhängig ist, welche Pflanzen jetzt besser wachsen oder nicht. Also da gibt es ja wieder mit den kleinen Klimazonen, also von daher ist es halt nicht ratsam, sich nur zuerst die ganze Theorie für Jahre anzulesen und in der Praxis eigentlich gar nichts machen, dann bist du halt immer noch der Anfänger, der jetzt vielleicht theoretisch alles anbauen könnte. Das andere Extrem, wo ich dann schon die Leute recht erstaunlich bewundere, Warum? Dass sie überhaupt sowas sagen, sind dann die Leute, die überhaupt gar keine Gartenerfahrung haben, meistens irgendwie von der Stadt kommen oder ähnliches und dann gleich zum Beispiel mehrere Hektar Grundstück haben, weil sie sich sofort selbst versorgen möchten, aber What? Überhaupt gar keine Ahnung von den Grundlagen, vom Gärtnern alleine und zur Selbstversorgung gehört natürlich auch noch Tierhaltung, eigene Energieversorgung, Haus bauen und das ganze Handwerkliche ist ja nicht nur Garten. Und das finde ich dann recht erstaunlich, dass man sich dann einfach so mit der Einstellung reingeht, ja, ich hole es mir einfach und ich lerne währenddessen ich das Projekt habe, also währenddessen ich einen Hektar habe oder zwei oder drei Hektar habe, das lerne ich, bringe ich mir alles währenddessen bei, obwohl mein Ziel gleich von Anfang an ist, ich möchte mich selbst versorgen, was ich halt schon ziemlich naiv finde, weil man sich dann schon die Ziele so hoch steckt, obwohl man überhaupt gar keine Vorerfahrung hat, man hat wahrscheinlich sich nur ein bisschen Theorie angeschaut, aber überhaupt gar keine Praxis und möchte dann sofort dieses große Projekt angehen und dann weiß ich sofort, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit in Frust ausartet, weil das alles nicht so funktionieren wird, wie man sich eigentlich das vorstellt, wie man es plant, weil dann immer irgendwelche Sachen dazwischen kommen, unerwartete Sachen auch, die einem das ganze Konzept über den Haufen werfen. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn man sich selbst versorgen möchte, dann muss man schon eine gewisse solide Basis haben, wann man was aussieht, welche Mischkulturpartner eignen sich, einkochen und alles Mögliche. Und wenn man da überhaupt gar keine Erfahrungen hat und möchte es gleich von 0 auf 100 machen, dann ist der Frust schon vorprogrammiert. Leg mir am Arsch!
Arsch, geh raus hier! Von daher empfehle ich eine solide Mischung aus Theorie und Praxis. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Nutzgarten anlegen möchte, beziehungsweise auch ein eigenes Permakulturprojekt hat, dann sollte man sich vielleicht erstmal zunächst überlegen, was möchte ich denn anbauen? Was esse ich denn gerne? Wo möchte ich mich vielleicht am Anfang selbst versorgen? Weil eine hundertprozentige Selbstversorgung ist am Anfang nicht möglich. Also was möchte ich mir selber anbauen? Was schmeckt mir? Dass man sich halt da erstmal die Überlegungen macht. Dass man sich erstmal über die speziellen Pflanzen informiert. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt gerne Tomaten anbauen möchte, dann informiere ich mich über Tomaten. Also wann sehe ich sie aus? Welche Sorten gibt es? Welche Pflegemaßnahmen? Vielleicht ein paar bisschen von den Krankheiten, aber nicht zu detailliert bei den Krankheiten, wenn halt dann die Krankheiten auftreten, dass man halt dann schaut, okay, das hat jetzt anscheinend Braunfäule, was kann ich dagegen tun? Also immer wenn der Fall eintritt, dann kann man ja das Internet nutzen oder ein Lexikon oder ein Buch und dann nachschlagen. Das ist halt sehr effektiv, sich das so anzueignen. Das heißt, wenn der Fall kommt, dann schlage ich nach. Wenn ihr eine Sprache lernen möchtet, dann nehmt ihr auch kein Englischwörterbuch in die Hand und lernt alle Vokabeln erstmal vom Englischwörterbuch, sondern wenn ihr ein Wort nicht wisst, dann schlagt ihr nach und lernt es dann. Und das ist genauso wie beim Garten. Also ihr informiert euch nicht umfassend über alles Mögliche, was man im Garten alles machen kann, sondern ihr sucht euch eine spezielle Sache raus. Und wenn da halt irgendwelche Probleme aufkommen, dann schlagt ihr nochmal weiter nach, wie man das Problem lösen kann. Also immer so schauen, habe ich ein Problem? Schau, wo die Lösung ist. Und so weiterdenken. Also das erste Mal schauen, was schmeckt mir, was möchte ich anbauen. Dann guckst du dir halt am besten an, welchen Platz für Beete habe ich zur Verfügung. Wo lege ich jetzt meine Beete an? Und dann schaue ich mir, welche Beetarten gibt es jetzt. Hochbeet, Hügelbeet, ganz normales Beet, umgraben, no-dig. Dass man sich da so ein bisschen hineinfuchst und dann erstmal in diesen Flow kommt und sich erstmal über diese grundlegenden Sachen, also nur diese grundlegenden Gärtnersachen, vertraut wird, dass man da nicht mehr so viel nachdenken muss, nicht mehr so viel Energie reinstecken muss und das einfach wie im Fluss an einem vorbeigeht, dass man sich dann weiter informieren kann, wie mit effektiven Mikroorganismen, wie kann ich meine Pflanzen noch weiter verbessern, wie kann ich Pflanzenkohle herstellen, dass man dann da weiter in die Tiefe geht. Also immer dann so Stück für Stück alles aufbauen und sich erstmal dieses Fundament auch schaffen. Und was ich halt auch gemacht habe, ich habe zum Beispiel jemanden, wo ich ganz am Anfang mit dem Gärtner angefangen habe, die ersten beiden Jahre vor YouTube, da habe ich bewusst keine Videos gemacht, weil ich ganz genau weiß, was ich da für eine Scheiße gemacht habe. Da sind mir zum Teil Sachen kaputt gegangen und ich habe Fehler gemacht, die sind ja unter aller Sau gewesen, aber da habe ich jemanden einfach auf seinem Acker ausgeholfen, habe ihm beim Setzen geholfen, habe ihm beim Gießen geholfen, habe ihm beim Hacken geholfen, habe ihm beim Aufbereiten geholfen. Also ich habe ihm 2 Jahre lang vom Sommer bis zum Winter durchgeholfen. Also was heißt es, ein Selbstversorgerleben zu sein? Das ist nicht nur, ich gehe zu jemandem hin im Sommer, wo alles schön warm ist, kann bei ihm im Garten zelten und ernte dann alles schön. Das ist ja so diese Traumvorstellung von vielen, sondern eigentlich die Hauptaufgaben sind ja im Frühjahr und im Herbst. Also wie lege ich Kompost zum Beispiel an? Habe ich ihm auch geholfen mit Mist umgehen und alles Mögliche. Also da habe ich ihm in seinen Prozessen und in den Arbeitsgängen habe ich ihm zugeschaut, habe ihn beobachtet. Er hat mir das alles erklärt. Und da habe ich mir halt dann nebenbei mal ein paar Bücher durchgelesen, aber nicht ganz so viel oder auch die Videos und auch immer so selber halt ein bisschen gemacht. Also einfach mal meine eigene Erfahrung gemacht mit dem Machen. Und dann habe ich halt dieses solide Fundament gehabt und dann immer drauf weiter aufgebaut. Also von daher sucht euch jemanden, wo ihr freiwillig auf dem Acker arbeiten könnt zum Beispiel. Oder sucht euch einfach einen Coach, wie zum Beispiel mich, den ihr buchen könnt, der euch einfach begleitet, der verschiedene Situationen schon durchlebt hat, euch auch entsprechende Abkürzungen geben kann, damit ihr es zum Beispiel auch schneller habt. Dafür ist zum Beispiel auch ein Coach da. Und dass er euch einfach begleitet, euch den Frust auch nimmt, weil er natürlich das Ganze schon durchgemacht hat und euch einfach so das Leben erleichtert und euch ja ein bisschen führt, damit ihr auch schneller zum Erfolg kommt und der Frust nicht so groß ist. Weil zum Beispiel letztes Jahr haben viele mit dem Gärtnern angefangen, da war es mit dem ganzen Regen, war nicht so schön mit den ganzen Stecken, haben wir dann sehr viele aufgehört, weil sie halt nicht die entsprechende Ausdauer haben, die entsprechende Disziplin und die entwickelt man halt einfach über die Jahre hinweg und hat solche Sachen, die jetzt nicht so schön sind, halt einfach passieren. Also kurz und knapp, fangt einfach an, ohne lange nachzudenken, wie zum Beispiel auch den Kanal kostenlos abonnieren und dabei noch auf die Glocke drücken. Macht euch nicht so viel Gedanken, probiert ein bisschen rum, übernimmt euch einfach nicht mehr und damit ihr auch einfach noch die Freude daran habt und schaut, dass ihr da eine solide Grundlage habt und
misst euch auch bitte nicht mit irgendwelchen anderen YouTubern, Selbstversorgern oder mit euren Nachbarn, die ja schon 10, 15 Jahre vielleicht Erfahrung haben. Das wird euch einfach nur unglücklich machen. In diesem Sinne, Video liken, kommentieren auch nicht vergessen für den Algorithmus. Und wenn ihr weiterhin meinen Kanal unterstützen möchtet, unten in der Videobeschreibung Produkte, Kurse, wenn ihr buchen wollt, dann unterstütze ich euch gerne auch bei eurem Permakulturprojekt mit einem Coaching. Ich habe auch einen Kurs für die Permakultur, findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Dann natürlich auch Merch abchecken, Produkte, die ich auf meiner Webseite habe, die ich halt von meiner Permakultur für euch zum Beispiel mache, wie eingekochte Sachen. Und wenn ich dann auch für die Videos hier unterstützen möchte, natürlich alles auf freiwilliger Basis, ich habe auch ein PayPal-Konto und auch ein Bankkonto. Könnt ihr alles gerne vorbeischauen, einfach unten in der Videobeschreibung vorbeischauen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr angeschaut habt, aber wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.